5218 zu 12. Guter Abschluss des Gastgeberlandes. Sammeldorf kommt nach Zuspiel von Zobnin an das Leder und probiert es aus zentraler Position und 22 Metern. Ein gutes Stück saust es über die Querlatte, 5018-0. Zirkow tritt den nächsten Eckstoß von links nach innen. Die Asiaten bereinigen die Situation aber umgehend per Kopf, 4918-0. Ruhiger Beginn in Halbzeit 2. Saudi-Arabien hat weiter vermehrt den Ball, schafft es aber nicht ins letzte Drittel. Die Russen können sich etwas zurücklehnen, 4618-05, der zweite Durchgang läuft, personelle Veränderungen gibt es nicht, 17.58 Uhr, die Halbzeit bietet die Möglichkeit, noch an unserem WM-Tippspiel teilzunehmen. Auch wenn das aktuelle Spiel natürlich aus den Tipps ausgenommen ist. Neben Gesamtpreisen gibt es auch noch die Chance auf tolle Spieltagsgewinne. Hier geht's zur Anmeldung, 4517 zu 51 Halbzeitfazit, Halbzeit in Moskau, Russland führt gegen Saudi-Arabien absolut verdient mit 2 zu 0. Von Beginn an war die Esboner ja die tonangebende Elf. Nach 12 Minuten war es Dacinci vorbehalten, der erste Torschütze der WM 2018 zu sein. In der Folge wurden die asiatischen Gäste etwas mutiger, konnten ihre einzige Gelegenheit durch Al-Salawi aber nicht in ein Tor ummünzen. Danach reihten sich mehrere Ungenauigkeiten und Ballverluste aneinander. Russland nutzte einen davon kurz vor dem Pausentee zum hochverdienten 2 zu 0. Auffälligste Spieler sind bis hierher der eingewechselte Cheryshev sowie Golovin. Ob an der PC-11 noch Gegenwehr kommt? Gleich wissen wir mehr, 4517 zu 47, 2 Minuten sind es bis zur Pause. Russland wird mit einem sehr guten Gefühl und viel Applaus in selbige gehen, 4517 zu 47 offizielle Nachspielzeitminuten, 217 zu 44 das 2 zu 0 für Russland durch Denis Cheryshev, 4317 zu 44 Tor für Russland, 2 zu 0 durch Denis Cheryshev, jetzt macht er es besser. Der x-te Ballverlust der Saudis beschert ihnen die Quittung. Am rechten Strafraum-Eck ist es letztlich Samedov, der die Murmel an die 16er-Kante auf Smolov gibt. Links in der Box ist Cheryshev dann vollkommen blank und wird von Smolov angespielt. Wieder versetzt er zwei Mann mit einem Haken und behält aus 6 Metern dann kühlen Kopf. Sein Linksschuss rauscht hoch in die kurze Ecke, 4217 zu 44, Cheryshev macht richtig Dampf. Golovin erobert das Leder im Zentrum der gegnerischen Hälfte und bedient dann über halb links den Joker. Der lässt mit einem klugen Haken nach innen Al-Sharani aussteigen, rennt dann aber doch ins Aus, 4017 zu 40, auf Dauer muss sich das fast zwangsläufig rächen. Wieder vertändelt der Weltranglisten minus 67. Die Kirsche im Angriff und rennt in den nächsten Konter. Golovin spielt aber einen furchtbaren Pass in die Spitze auf Smolov, der verliert das Rund dann endgültig. 3817 zu 39, Saudi-Arabien hat 56% Ballbesitz, kann damit aber noch zu wenig anfangen. Coach Pizzi wird seinen Mannen in der Halbzeit einen neuen Plan mit an die Hand geben müssen, 17.36 Uhr ein Blick ins vollbesetzte Rund, 3517 zu 36, Russland macht zu wenig aus seinen Konterchancen. Einen Pass am Mittelkreis will Al-Buraik unterbinden, vertut sich aber im Timing. Golovin zieht so einsam durch die gegnerische Hälfte und schickt dann auf halbrechts Samedov. Der geht im Zweikampf mit einem Gegenspieler im 16er aber zu Boden. Strafstoß war das trotz des Nichttreffens des Balles von Horsavi keinesfalls. 3317 zu 35, weiter präsentieren sich die grünen Falken, besonders in der Abwehr, wenig stabil. Sie stehen enorm hoch und müssen häufig in letzter Not retten.
vorne fehlt darüber hinaus die Kreativität und die Durchschlagskraft. 3117:31 Al-Farrell hebt das Leder an den Elfmeterpunkt. Al-Sharani steht hier zum Kopfball bereit, nickt aber deutlich drüber. Aber immerhin wieder ein Abschluss. 3017:31 Die Gäste haben hier erstmals eine gute Freistoßposition am rechten Strafraumeck der Russen. 2817:30 Interessanter Versuch. Ador Sari zieht aus guten 25 Metern zentraler Position einfach mal ab. Dabei zielt er aber meilenweit zu hoch, trifft soeben noch die hintersten Sitzplätze im Stadion. 2717:29 Der neue Mann fügt sich gleich gut ein. Weil Saudi-Arabien die Murmel auf der rechten Angriffsseite leichtfertig vertändelt, darf sich Cheryshev aus der eigenen Hälfte auf den Weg machen. Sein Antritt ist schneller als der seiner Gegenspieler. Nahe der Torauslinie setzt er dann zur Flanke an, bleibt aber doch noch an Al-Sharani hängen. 2417:25 Einwechslung bei Russland - größer als Denis Cheryshev. 2417:25 Auswechslung bei Russland - größer als Alen Dzagojev. 17:24 Dzagojev muss vom Feld. 2417:24 Da ist der verletzungsbedingte Wechsel. Dzagojev geht humpeln vom Platz. Dafür ist Cheryshev jetzt mit dabei. 2317:24 Ohne Gegnereinwirkung greift sich Dzagojev aus vollem Lauf im Mittelfeld an den Oberschenkel. Das sieht nicht gut aus für den 27-Jährigen. Cheryshev macht sich bereit. 2117:22 Und dann gibt's die große Möglichkeit zum Ausgleich. Bei einem Konter der Saudis rückt Russland nicht schnell genug nach hinten. Ador Sari rast über seine linke Seite davon und bringt eine Flanke auf den Elfmeterpunkt zu Al-Salawi. Dessen Kopfball wird gerade noch von Kutepov abgefälscht und saust am linken Pfosten vorbei. Die beiden nachfolgenden Ecken bringen keine Gefahr. 1817:20 Erschreckend wenig ist bislang von den Asiaten aus dem Nahen Osten zu sehen. Offensiv treten sie kaum in Erscheinung und auch defensiv wackeln sie doch arg bedenklich. Möglicherweise ist der Stressfaktor bezüglich des Eröffnungsspiels doch höher als gedacht. 1517:16 Nächste große Möglichkeit für Russland. Dzagojev nimmt über die rechte Außenbahn Mario Fernandes und rennt selbst in die Mitte. Der Rechtsverteidiger befand sich im Moment des Zuspiels allerdings klar im Abseits. Weil der Assistent das aber nicht sieht, passt der 27-Jährige flach zurück auf Dzagojev. Dessen Abschluss wird abgefälscht und senkt sich bedrohlich aufs lange Eck. Al-Muayyuf bekommt aber seine Finger dazwischen. Dann ist die Situation bereinigt. 1417:16, das ist natürlich ein Auftakt wie aus dem Bilderbuch. Die Esbonna ja drückte deutlich mehr, von Nervosität war keine Spur zu sehen. Insofern geht das 1:0 auch nach 12 Minuten völlig in Ordnung. 17:14 pure Freude bei den Russen über den Führungstreffer. 1217:13 Tor für Russland. 1:0 durch Juri Gatsinschi. Da ist der erste Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Eine abgewehrte Ecke von links landet wieder beim Schützen Zirkov. Der 34-Jährige überlässt die Kugel seinem Kollegen Golovin. Dessen Flanke vom linken Flügel mit dem rechten Fuß ist die maßgeschneidert für Gatsinschi. Die russische Nummer 8 nickt aus leicht halbrechter Position und 8 Metern Klasse ins lange Eck. 1717:12 Nach 10 Minuten sind es bisher die Russen, die einen Ticken gefährlicher agieren. Zwar sprang noch nichts wirklich Zählbares heraus. Dennoch sind die Bemühungen nicht zu verkennen. 717:09 fast die erste dicke Chance. Nach einer klugen Spielverlagerung auf die rechte Seite schickt Gatsinschi mit einem schönen Pass Samedorf. Der erreicht die Pille gerade so vor dem Tor raus und bringt sie an das erste 5-Meter-Raumeck.
Sammeldorf bleibt mit seinem Schuss aber hängen, 617:08. Hektisch ist die Anfangsphase aktuell. Saudi-Arabien kommt vermehrt in die Nähe des gegnerischen 16-Meter-Raums. Vom linken Strafraum Eck versucht es Al-Dawsari mit einem Schuss und reklamiert dann Handspiel. Die Distanz war aber viel zu kurz, 317:04. In den ersten Minuten sucht Russland schnell den Vorwärtsgang. Insbesondere das Flügelspiel ist bereits auf Hochtouren. Zirkov holt über links so den ersten Eckstoß heraus, 317:03. Zirkov bringt den Ball auch gleich selbst an den ersten Pfosten. Da steht aber ein Gegner und befördert ihn aus der Gefahrenzone, 17:03. Russlands Alen Dzagojev im Zweikampf mit Omar Othman von Saudi-Arabien, 117:02. Die 21. WM der Geschichte läuft, 16:58. Schiedsrichter ist heute der Argentinier Néstor Pitana. Er feiert in 3 Tagen seinen 43. Geburtstag, zuvor darf er aber zum 2. Mal bei einer Endrunde pfeifen. Bereits 2014 war er in Brasilien im Einsatz, mit russischer Beteiligung. Das 1:1 gegen Südkorea stand unter seiner Leitung. Unterstützt wird er von seinen Landsmännern Hernan Maidana und Juan Pablo Belletti, 16:56. FIFA-Präsident Infantino ist mit seiner Rede nun ebenso zu Ende wie sein Vorredner, Staatschef Putin. Jetzt erklingen noch schnell beide Nationalhymnen, 16:50. Die beiden Teams kurz vor dem Anstoß, 16:50. Die 22 Männer betreten nun den Rasen. Es riecht nach WM, es hört sich nach WM an, die Stimmung ist WM-reif, die Weltmeisterschaft 2018 kann losgehen, 16:47. Zurück zum Spiel, interessant ist übrigens auch Folgendes, im FIFA-Ranking belegt Russland den 70. Platz und ist damit so schlecht positioniert wie keine andere Nationalelf. Auf Rang 67 und damit die zweitschwächste Position einnehmend, Saudi-Arabien. Trotzdem darf auf einige fußballerische Klasse auf beiden Seiten gehofft werden, 16:45. Robbie Williams verlässt jetzt im Anschluss an sein 4. vorgetragenes Lied den Rasen. Damit ist die WM in Russland offiziell eröffnet, 16:42. Die Eröffnungsfeier läuft. Robbie Williams heizt den Zuschauern zusammen mit der Opernsängerin Aida Garifullina ein, 16:36. Nachdem Opernsängerin Aida Garifullina ihre Gesangskunst zum Besten gegeben hat, ist wieder Williams zur Stelle. Jetzt intoniert er seine weltbekannten Songs Feel und Angels. Bei letzterem wird er von Garifullina unterstützt, 16:34 und dann folgt der Auftritt des großen Weltstars, Haupttakt Robbie Williams läuft in rotem Anzug auf das Feld und performt seinen Welthit Let Me Entertain You. Das Publikum ist begeistert, 16:32 jetzt beginnt die offizielle Eröffnungsfeier. Der kleine Grigori dribbelt sich durch die Sehenswürdigkeiten Russlands unter der musikalischen Begleitung des russischen Pianisten Daniil Trifonov. 16:29 Das russische Team bereitet sich auf die Partie vor, 16:27 sein Gegenüber PC geht demütig an die Aufgabe heran. Vom schwierigsten Spiel ist bei ihm angesichts des Auftaktmatches die Rede. Dennoch bliebe seiner Mannschaft gar nichts anderes übrig als super fokussiert zu bleiben. Wir freuen uns auf die WM ohne jeden Anflug von Furcht. Mittelfeldakteur Yahya Al-Shaari geht noch einen mutigen Schritt weiter. Wir wollen gegen Russland 3 Punkte, 16:24. Was sagen die beiden Trainer über die Partie? Scherschesow als Übungsleiter Russlands war bereits vor der WM nicht unbedingt der Optimismus in Person. Wir haben keine Krise, nur Probleme, die wir lösen müssen. Inzwischen hat der ehemalige Keeper von Dynamo Dresden den Tunnelblick angeworfen und will sich durch etwaige Schwierigkeiten nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich lese nicht viel. Wir können die Meinung der Menschen eh nicht beeinflussen. Und dann legt der 54-Jährige eine Kampfansage nach.
Seine Auswahl werde gewinnen, weil wir wollen. Wir fürchten uns nicht, sondern sind bereit für dieses wichtige erste Spiel, 16.23 Uhr, Spaniens Torwartlegende Iker Casillas und das russische Model Natalia Vodianova präsentieren die WM-Trophäe, 16.22 Uhr. Auf der anderen Seite sind die Matches der Saudi-Araber durchwachsener Natur. Überzeugenden Auftritten wie dem 3:0-Erfolg gegen Moldau oder auch den jeweiligen 2:0-Siegen gegen Algerien folgten Klatschen gegen den Irak 1:4, Belgien 0:4 oder auch Peru 0:3. Auch hier ist offen, welches Gesicht uns heute präsentiert wird. Beim jüngsten 1:2 gegen Deutschland schafften sie es schon einmal, die Atmosphäre zu trüben, 16.18 Uhr viel gravierender für die Russen sind die Ergebnisse und Leistungen der letzten Tests. 2018 konnte noch keine einzige Begegnung gewonnen werden. Gegen die Turniermitfavoriten Brasilien und Frankreich hieß es am Ende zwar wenig überraschend 0:3 und 1:3. Doch insbesondere das 0:1 gegen Österreich und das maue 1:1 gegen die Türkei, übrigens beide Teams nehmen nicht an der Weltmeisterschaft teil, sorgten für miese Stimmung. Es bleibt abzuwarten, wie dieser Trend weitergeht, 16.16 Uhr, Russland dagegen hat andere Sorgen. Was fehlt, sind herausragende Akteure im Aufgebot von Nationaltrainer Stanislav Schärschesow. Spieler wie der ehemaligen Klassemann Andrei Aschavin sind nicht mehr zu finden. Die Hoffnungen der 145 Millionen Einwohner ruhen also auf mehreren Schultern, 16.11 Uhr, unter anderem hängt das auch mit der wackeligen Defensive zusammen. In den Testkicks vor Beginn der Meisterschaft schluckte das Team von Trainer Juan Antonio Pizzi zahlreiche Gegentreffer. Um dem entgegenzuwirken, wurden die sautischen Torhüter zuletzt von Oliver Kahns Firma Goalplay betreut. Hervorzuheben sind in dieser Mannschaft wohl vor allem Stürmer Mohamed Al-Salawi, der in der Qualifikation 16 Mal knipste, und Mittelfeldmotor Taysir Al-Yassim, 16.05 Uhr zunächst aber zurück zum Sportlichen. Die grünen Falken setzten sich als Gruppenzweiter hinter Japan in der WM-Qualifikation Asiens durch und lösten damit direkt das Ticket. Sie sind bereits zum fünften Mal mit dabei, 1994, 1998, 2002, 2006 und eben 2018, und schafften es im ersten Anlauf immerhin ins Achtelfinale, wo gegen Schweden dann Schluss war. Seitdem ereilte sie immer das Aus nach der Vorrunde. Saudi-Arabien geht trotz der vorhandenen WM-Erfahrung als Außenseiter in diese Gruppe, 16 Uhr vor einigen Augenblicken wurde im Übrigen die Trophäe ins Stadion in Moskau gebracht. Keinem geringeren als Iker Casillas, seines Zeichens Titelträger von 2010 mit Spanien, war diese Ehre zuteil, 15.54 Uhr, dabei wandert die Weltmeisterschaft erstmals nach Russland. So darf die S-Bonner ja nach 1996, 2002 und 2014 zum vierten Mal an der Endrunde teilnehmen. Über die Vorrunde kam sie bislang aber noch nie hinaus. Insofern wäre das Überstehen der Gruppe definitiv als Erfolg zu werten. Mit Ägypten und Favorit Uruguay stehen aber zwei starke Hürden dazwischen und die Saudis sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. 15.50 Uhr, es ist soweit, 4 Jahre nach dem Triumph Deutschlands bei der WM 2014 in Brasilien startet das bedeutendste Turnier im Fußball in seine 21. 32 Nationen und 64 Spiele stehen bis inklusive des 15. Juli auf dem Programm. Zum Vergleich, bei der ersten Endrunde 1930 in Uruguay waren 13 Nationalteams am Start und duellierten sich in insgesamt 18 Aufeinandertreffen. Und 2026, wenn die WM in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, sind es sogar 80 Partien mit 48 Mannschaften. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Heute liegt der Fokus auf Russland gegen Saudi-Arabien, 14.10 Uhr. Herzlich willkommen zur WM 2018.
Das Eröffnungsspiel bestreiten Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Der Ball im Moskauer Luzhniki-Stadion rollt ab 17 Uhr.